Also erstens ist Mobilität, glaube ich, das Wichtigste und ein sehr, sehr hohes Gut, was wir genießen. Und wer mal ein Elektrofahrzeug gefahren ist, mit den Beschleunigungswerten, auch die Agilität, das ist schon beeindruckend und begeisternd. Und auf der anderen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und mal schauen müssen, wo die Mobilität der Zukunft auch hingeht. Auch fossile Kraftstoffe sind endlich. Und das Thema Elektrofahrzeug auch mit den Speicherkapazitäten, die wir mittlerweile in Batterien abbilden können, jetzt wirklich auch im Durchbruch, vor dem Durchbruch. Und es macht einfach Spaß, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und was für mich das Neue ist, dass mit der Elektromobilität auch Industriezweige, die bisher eigentlich koexistent waren, wenig miteinander zu tun hatten, hier jetzt intensiv zusammenarbeiten müssen, um ein Gesamtbild und ein nachhaltiges Konzept gesamtheitlich zu arbeiten, wie Automobilindustrie, Gebäudeinstallation, aber auch der ganze Energiesektor, Netzbetreiber und auch Energieversorger. Und das gepaart mit dem Thema Energiewende, regenerativen Energien, ist das ein super spannendes Thema, was uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen wird. Das finde ich gerade wirklich spannend in unserer Branche, dass wir, glaube ich, jetzt gerade so die Schwelle erreichen. Wir sind zwar schon gut unterwegs seit mehreren Jahren, aber ich denke, es wird in naher Zukunft wird es zu einem Massenphänomen werden oder ein Massenprodukt, was uns ganz nachhaltig prägen wird. Und da sehen wir das Elektroauto wirklich als eine Kernkomponente, die wir verstehen müssen, die wir einbinden müssen in das Gebäudeenergiemanagementsystem. Und so ist die Schnittstelle zwischen unseren beiden Branchen hergestellt. Dass das Fahrzeug mit dem Gebäude verbunden werden kann, brauchen wir eigentlich aus Gebäudesicht oder aus Elektroinstallationssicht in der Gebäudeinstallation eine Zentrale, die zuerst einmal im Gebäude die verschiedenen Energieflüsse kennt, die Energieflüsse erfassen kann. Das heißt einmal der Verbrauch, der ist ganz wichtig zu messen, Verbrauch von steuerbaren Lasten oder von unsteuerbaren Lasten, aber auch die Energieerzeugung, die zum Beispiel durch eine Photovoltaikanlage eben auf dem Dach sein kann oder durch ein Blockheizkraftwerk im Keller. Und diese Daten müssen erstmal erfasst werden auf unserer Seite und können dann verarbeitet werden. Und jetzt ist es eben wichtig, eine geeignete Kommunikationsschnittstelle in Richtung Fahrzeug zu implementieren, die es dann eben erlaubt, diese Prognosedaten, diese momentanen Daten im Gebäude an das Fahrzeug zu senden, beziehungsweise gefiltert an das Fahrzeug. Die Informationen, die das Fahrzeug benötigt, werden zur Verfügung gestellt und das Fahrzeug gibt dann Informationen zurück, wie denn beispielsweise der Ladevorgang in Zukunft angedacht ist oder welche Anforderungen das Fahrzeug an die Ladung hat. Und so kann dann das System miteinander eine optimale Ladung aushandeln, kann man sagen. Es wird in der Zukunft variable Tarife geben müssen. Dann ist es natürlich interessant, zu welchem Zeitpunkt lade ich mein Fahrzeug und was kostet mich am Ende dann die Energie, hätte ich nicht eine Stunde später geladen. Und was überhaupt nicht der Fall sein darf, ist, dass der Kunde selber jetzt auf einen Timeschedule schaut und schaut, wann ist Energie günstig, jetzt stecke ich mein Auto an, jetzt nehme ich das ab. Da habe ich die Erwartungshaltung, dass durch diese Vernetzung und durch die Herstellung dieser Kommunikationsschnittstelle genau solche Funktionen im Grunde genommen optimiert und automatisiert laufen. Man muss sich nur vor Augen halten, wenn ich heute ein Gebäude habe, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer normalen Elektroinstallation, sage ich jetzt mal, und ich habe mein normales Verbrennungsfahrzeug heute zu Hause und ich habe meine Gasheizung. Dann werde ich bei Umstellung auf ein Elektrofahrzeug meinen Stromverbrauch in meinem Haus verdoppeln. Das heißt, das Fahrzeug wird auf einmal zum größten Verbraucher, zum größten Einzelverbraucher im Gebäude. Wenn ich dann noch eine elektrische Heizung mit dazu nehme, so wie es eben angedacht ist, dann werde ich dann auf einmal den dreifachen Strombedarf haben und diese Energie muss eben sicher im Gebäude verteilt werden und sie muss aber auch eben zur Erreichung der Energiewende flexibel verteilt werden. Sie hatten es gesagt, über die dynamischen Stromtarife wird diese Flexibilität, die dann im Netz benötigt wird, verteilt auf die einzelnen Einheiten. Und man kann diese Fluktuationen dann abfangen, die zu erwarten sind. Und das wird spannend, weil die Rolle
für eines unserer Kernprodukte oder das Kernprodukt, der Zählerschrank, wird sich jetzt hier verschieben. Es ist nicht nur die Energieverteilung, sondern das, was früher die Leitzentrale, die Leitstelle im Kraftwerk war, das wird jetzt mehr und mehr dezentral in die Gebäude verteilt werden. Und wir werden hier für das Energiesystem mit einem Gebäudeenergiemanagementsystem eine zentrale Rolle spielen in der Energiewende, um eben diese dezentralen Einheiten zu steuern und insgesamt im Verbrauch und in der Erzeugung zu optimieren, sodass wir ein stabiles Energiesystem haben. Es ist so, dass das Gebäude, ein durchschnittliches Einfamilienhaus, sagen wir mal vielleicht, in einer Woche ungefähr so viel Energie verbraucht, wie in einer Fahrzeugbatterie gespeichert werden kann oder auch je nach Fahrzeug vielleicht auch mehr zukünftig. Also das sind wirklich gewaltige Dimensionen und gewaltige Flexibilitäten, die mit den Fahrzeugen dann auf einmal dezentral im Netz verfügbar sind. Wir haben heute, glaube ich, in Deutschland 40 Gigawattstunden an Pumpspeicher, Kraftwerkleistung. Wenn man sich sozusagen auch die Ziele anschaut, dass wir im VW-Konzern 2025 ein Drittel unserer Fahrzeuge elektrifiziert in den Markt bringen, dann ist das mal überschlagen, 150 Gigawattstunden an Energie speichern, die pro Jahr sozusagen dann Jahr für Jahr in den Markt kommen. Mhm. Und das heißt, ein Thema von der verfügbaren Speicherkapazität, die wir heute haben, um Flexibilitäten darzustellen. Mhm. Jedes Jahr. Jahr für Jahr. Mhm. Natürlich verteilt auf dem Weltmarkt, aber es wird nicht lange dauern, wenn man mal auf 40 Millionen Fahrzeuge rechnet, wenn da ein Drittel dann elektrifiziert ist, dann sind das 10 oder 13 Millionen Fahrzeuge. Mhm. Und das ist schon eine enorme Menge. Wenn man sich heute mal so die Lastprofile am Energiemarkt anschaut über den Tag und dann überlegt, wo sind die Spitzenlasten und kriege ich diese 20% eigentlich typischerweise nachts über die Täler noch durch, dann ist es rein mathematisch, wenn man das, glaube ich, in die Kurve einzeichnen würde, überhaupt kein Problem. Genau. Und der nächste Punkt, wie Sie auch sagen, die ganzen Elektrofahrzeuge stehen nicht in einem Punkt und da muss kein Riesenkraftwerk gebaut werden, sondern die verteilen sich ja dezentral im Netz und sind ja auch in der Lage, dezentral erzeugte Energie, die in der Nachbarschaft erzeugt wird, dann durch die entsprechende Preisgestaltung, wenn die verfügbar ist, da aufzunehmen, bevor sozusagen die regenerativen Energiequellen abgeschaltet werden müssen, weil man im Grunde genommen nicht den Verbrauch steuern kann. Dann muss ich das vor Augen halten. Ich kann heute mit einer Photovoltaikanlage, die ich in Deutschland installiere, für 10 Cent meine Kilowattstunde Strom erzeugen im Vergleich zu vielleicht 30 Cent, die ich meinem Energieversorger zahle. Je nachdem, was ich da für einen Tarif habe, dann habe ich da wirklich schon einen richtigen Spread, den ich mir zunutze machen kann, wenn ich im Gebäude eine zentrale Einheit habe, ein Energiemanagementsystem, was Kenntnis hat über die Wettersituation, die zu erwartende Photovoltaikeinspeisung und diese Information vorverarbeiten kann und dann ganz gezielt an Verbraucher, die steuerbar sein sollten, weitergeben kann und dann wirklich die Energie lokal verbrauchen. Weil dadurch kann ich dann dieses Kosteneinsparpotenzial im Vergleich zu konventioneller Energie wirklich erst heben. Ansonsten müsste ich das alles manuell machen und ich müsste permanent schauen, wie scheint die Sonne, muss ich jetzt meine Waschmaschine einschalten, muss ich jetzt mein Elektroauto anstecken oder. Und was wir dazu natürlich brauchen, ist ein intelligentes Stromnetz. Und das ist eine zwingende Voraussetzung und was auch die nächsten 5 bis 10 Jahre intensiv vorangetrieben werden muss, damit wir quasi genau diese Thematiken auch optimal nutzen können. Mhm. Für Gesellschaft, für das Thema Nachhaltigkeit und auch zum Vorteil unserer Kunden am Ende des Tages.